müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Hallo, Mr. Gatling, heißt es bei einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und los geht's. Oh Gott, ich muss das Ding irgendwie zu laufen bringen. Es läuft. Und los geht der Tanz. Yeah. Caramba. Dams. Hey, schön explosiv. Richtig Action-Mission. Ja, der Nigel war mal zu was gut und hat eine Gatling-Gun besorgt. So, ich mache noch keinen Feind aus im Moment. Oh, da hinten. Geht eigentlich Adlerauge auch hier? Ja, geht zum Glück. Praktischerweise. Und da links ist auch noch so ein Kandidat. Der will auch noch auf die Nase. Beziehungsweise perforiert werden. Oder klemmt das Teil wieder. So. Unsere Kumpanen helfen natürlich mit, aber die gegnerische Gang will das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Dass da plötzlich die Gatling-Gun frische Karte ist. So, aber genau richtig getimt. Ah, die ist überhitzt, also so ein bisschen. Wo haben die uns denn gleich? Was schießt der eigentlich? Da ist sogar keiner mehr. So. Oder oben scheint noch jemand zu sein. Irgend so ein Halodri. Hey, du Hempel-Pepe. Okay. Fress das, du Drecksack. Und da hinten ist noch ein Scharfschütze. Und jetzt muss ich ein bisschen koordinierter schießen. Mit dem Analogstick natürlich nicht ganz so leicht. Wo kommen sie? Aha, schon wieder von da raus. So, schöner Kopfschuss. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ey, der Kandidat hier vorne nochmal, ja? Auch noch Zappalot, was sehe ich da? Bams! Einfach mal so rüber gesprayt. Und reingesappt in dem Hampel. Komm mal für dich. Ja, für dich zu mitschreiben. Oh, ah, das war meine Seite. Upsala. Huch, er ist auch durch die Gegend getitscht. Ich glaube, wir müssen los. Oh, oh, oh. Was ist da los, zur Hölle? Das ist aber interessant hier. Der Fahrer könnte mal ein bisschen Gas geben. Das wäre wahrlich nicht verkehrt. Oh nein, er ist nicht draufgegangen. Komm schon, den holen wir uns noch. Ja, erwischt. Okay. Müsste eigentlich einfach nur draufhalten. Würde doch eigentlich klappen. Zerstören sollen wir den Zug. Ist hier noch was, was wir in die Luft gehen können? Ja, nochmal. Bams. Yeah, hat sich gelöst, das Teil. Und hier, Drecksäcke, war nochmal so auf die Nase. Können wir haben. Ha. Junge, Junge, richtige Wildwest-Mission. So, nochmal zur Sicherheit. Da vorne sollen wir wieder was zerdeppern. Wieder losgelöst von der Erde. Oh, da muss ich auf die Kiste schießen. Ha. Zappalot! Mach doch mal rein! Hui! Jetzt beginnt es richtig Spaß zu machen. Das ist natürlich eine echte Action-Mission. Die kleine Gatling-Gun-Mission hier. Noch eine weitere Zuggeschichte. So nennt man diese Geschichten. Zibbidi, zibbidi! Und, oh, die haben wir vom Ding gefeuert, oder? Nee, doch nicht. Die werden immer vom Ding gefeuert werden. Komm, weil es so schön ist. Hui! Hui! Und da oben! Herren, schön, dass Sie hier sind. Die muss ich zuerst erledigen. So, ich muss die Schussaktion ist der Stick natürlich jetzt eher super optimal. Im Gameplay, da würde ich sehr lieber am PC spielen. Das ist ganz klar. Die, die mich kennen, die wissen das bereits. Aber jetzt hier. Teil auch so irgendwie aus. Der da schön ist, wer macht denn hier Mittagspäuschen gerade? Bei so einem fetten Feuer. Hast du nochmal auferstanden? Oh, der Weg vor uns ist versperrt. Mittlerweile müssten wir noch die halbe Gang ausgeräumt haben. So, und hier natürlich immer schön die Schränke im Auge behalten. Wunderbar. Da oben ist noch so ein Herr. Was machen Sie eigentlich? Was wollen Sie eigentlich von uns?
schnell hier rein. Zappalot, Zappalot. So, den hätten wir auch erledigt. Die stehen da irgendwie blöd rum und machen nichts. Umso besser für mich. Die Dynamitkiste zerstören. Zerstören? Also, als wäre der erste Wagen voll mit Dynamit. Kommt schon, Leute. Bringen wir es zu Ende. Nice. Ah, da nehmen wir halt ihn da oben als erstes. Boah, ganz schön Bewegung im Spielchen hier gerade. Oh Gott, ich muss anhalten und jetzt muss ich hier drauf knallen. So, hier, das Ding muss ich irgendwie zerstören. Wunderbar. Hat funktioniert. Was zum Teufel? Okay, wir müssen das Ding abkuppeln. Alter Schwede, das war aber ein kurzer Spaß nur mit den guten Gatling Gun. Wir müssen die Wagen entkoppeln. Bin schon dabei, komm rüber, du Harry. Hallo, Mr. Gatling. Abgeschlossen, keinen Schaden nehmen. Aber 5 Wagen haben wir abgekoppelt, immerhin. Belohnung 660 und 350 plus 35 Erfahrungspunkte haben ebenfalls, fand ich ziemlich cool. Machen zwischendurch so eine kleine Action-Mission. Und der Nigel hat sich jetzt doch mal als hilfreich erwiesen. Muss man ihn ja auch mal lassen. Gibt's ja selten sonst, aber diesmal war er doch sehr hilfreich bei dieser Mission. Und Scarpia, wie gesagt, haben wir ordentlich rumgepfeffert. Heieiei, caramba, carajo. 660 Pfund. Hallo, Mr. Fry. Tja, sagen wir da erstmal die Moneten wieder ein, hey. Oh, ah, ist leer. Schade. Haben wir auch letztens erst gemacht. Das können wir denn auch noch spielen nach Gehör. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir können die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen und mal wieder mit der Hauptmission weitermachen. Dieser Zug gehört jetzt uns. Da können wir es uns auch gemütlich machen. Habe ich nichts gegen, meine Beste. Was ist dann der Henry eigentlich noch von uns? Hat der noch eine Mission für Haus? Das wäre sogar die. Aber das wäre eher dann mit Evie. Aber wenn wir jetzt gerade hier diese Sache gemischt, aufgemischt haben, können wir das eigentlich mal angehen. Also komm, was soll es? Spielen wir eine Runde mit Evie und suchen weiter nach dem Edensplitter. Wir haben keinen Edensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway? Der Pirat? Meister, Assassine und Pirat, genau. Edward Kenway, Black Flag. Ihr kennt's alle, zumindest die meisten von euch. Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Doch wenn es wahr ist, was für eine Entdeckung wäre das? In der Tat, ich kann kaum erwarten, es zu finden. Langsamer! Ruhig, Mädchen. Es überrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Edwards Sohn Hathem trat den Templern bei. Als er starb, fielen Haus und Erbe an Hathems Schwester. Und in Ihrer ganzen Zeit in London haben Sie sich dort nicht umgesehen. Waren Sie denn überhaupt nicht neugierig? Ganz ehrlich glaubte ich nicht, dort irgendwas zu finden. Wir wissen nicht einmal, wie oft das Gebäude den Besitzer wechselte. Ich nahm an, dass Hathem es vollständig leergeräumt hatte, bevor er ging.
Aber wenn Miss Thorne denkt, das Tuch könnte noch dort sein. Wenn es dort versteckt ist, haben die Templer es noch nicht gefunden. Also besaßen die Templer ein Haus mit Assassinenschätzen darin und haben sie nie gefunden. Wir sind wohl besser im Verstecken von Dingen als die. Du hast recht. Na, dann wollen wir uns hier mal genauer umschauen. Gutes Mädchen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Die Jackdaw, unser altes Schiff. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Alle Andenken von Kenway finden. Edward Kenway, der ist ja nach London gezogen, wir wissen, nach seiner Karriere als Pirat, die wir live miterlebt haben. Assassin's Creed Black Flag, wer es immer noch nicht kennt, jetzt aber Dalli Dalli schauen. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier in London, wo sein Anwesen steht und müssen alle Andenken finden. Da werden wir uns sicherlich dran erinnern, weil ihr erinnert euch vielleicht auch noch an die Jackdaw, an das Modell, an unser schönes Schiff, die gute alte Jackdaw. Wie oft habe ich das im Mund genommen, diesen Namen? Ja, das Anwesen von Edward Kenway. Das Anwesen des Meisterpiratens. So, einmal kurz Adlauge. Wir sehen, da sind noch einige Typen, die uns nicht unbedingt da reinlatschen lassen wollen. Können uns ein bisschen Unterstützung holen. Ist natürlich fraglich, ob wir die gebrauchen können. Hier geht es auch nochmal zumindest so ein bisschen runter. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Ja, komm du ruhig mal hier rüber. Würde mich interessieren, wie er da reagiert. Vielleicht können wir ihn dann um die Ecke bringen. Wir könnten ihn hier gebrauchen. Ich könnte ihn natürlich auch einfach erschießen und vielleicht... Das wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht. Einfach auf offener Straße eliminieren. Es sind ja nur irgendwelche Gangmitglieder. Die haben es verdient. Ich kann dir die Rübe wegpusten. Komm ruhig rein hier, mein kleiner Kumpane. Aha! Sie kriegt euch, wenn ihr sie nicht festhält! Zack! Kommt ruhig ins Gebüsch, ihr kommt hier nie wieder raus! Ha! Ich dachte, du hast mehr drauf! Nochmal? Ich dachte, ihr wollt das Messer nochmal spüren. Ich habe irgendwie in den Kommentaren gelesen, es soll öfter das Messer benutzen, will ich jetzt mal machen. Und jetzt verabschieden wir uns von hier. Aus dem Bereich. Und haben schon mal die Vorhut da erledigt. Das erleichtert uns natürlich einiges. Verschwinden. Erfolgreich erledigt. So, die Frage ist natürlich, wir können hier reingehen, definitiv. Müssen nur ein bisschen den richtigen Moment abpassen. Er steht da direkt am Fenster, da sollten wir nicht unbedingt direkt hoch. Das kriegen wir hin. Einmal hier schnell. Jetzt haben wir die Typen, die uns ein Problem werden könnten, eh abgehangen. Und hier können wir nicht einfach hoch, oder was? Doch, das muss doch klappen. Oh, der war nicht so gut. Aber ihr müsst doch irgendwie... Ja, wunderbar. Hat uns eben ganz kurz gesehen, macht aber gar nichts. Ich will nochmal aufs Dach klettern, um mal so einen Überblick mir zu verschaffen. Das hilft oft weiter. Ganz klar wisst ihr selber. So, da unten wäre noch ein Eingang. Oh, da ist so ein Andenken. Wir müssen also das ganze Haus unter die Lupe nehmen. Da dürfte es zu einigen Konfrontationen kommen, auch wenn ich es gerade mal ein bisschen schleichend versuche. Ziemlich viele Gegner. Auf dem Dach direkt mache ich keinen Eingang aus. Da hinten könnte natürlich noch einer sein. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass wirklich viele mittlerweile geschrieben haben, dass sie uns Kletterhaken doof finden und sich auch gerne ein bisschen Abwechslung wünscht, weil sonst das Kletterfeeling von Assassin's Creed zurückgeht. Und ich werde jetzt mal nicht unbedingt hier mit dem Greifhaken romantieren. Sein ist es echt praktisch. Hier unten müsste noch ein Eingang sein. Wie gesagt, der ist auch nicht hier oben, wenn ich das richtig sehe. Insofern wagen wir uns zu dem Eingang, den ich als erstes ausgemacht hatte. Weil da mache ich jetzt gerade auch keinen Feind aus, der uns irgendwie das Handwerk legen könnte, gerade weil wir halt die Typen schon eliminiert haben.
Ja, wir schreiben noch Mörder, Mörder, irgendwas hier. Pipapo, Schnicki, Schnacki. Und einmal rein. In die gute Stube. Hier kann man nicht rein. Hui, das ist knapp. Oh, jetzt springt er einfach raus wieder. Interessanter Move. Oh oh. Sie ist hier! Shit. Zack. Entschuldigung. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht fabrizieren hier. Mir liegt natürlich kein Andenken, was für eine Unverschämtheit. Oh, oh, der kommt jetzt da hoch. Wahrscheinlich schaut er jetzt, was da los war. Welche Geräusche waren dies? Gute Nacht. Das Anwesen vom guten Edward. Echt cool, das mal zu sehen. Weil man erfährt ja nur am Abspann, dass er nach England gegangen ist und mehr erfährt man ja gar nicht über ihn. Schade eigentlich, war einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in Assassin's Creed bisher. Moment mal, hier kommen wir auch durch, aber ist abgeschlossen. Schlösser knacken 2. Verdammte Axt, oh, oh. Hier müssen wir uns bereithalten. Um die Ecke gebracht. Das war ein schön schneller Move, sodass der eine hier gar nichts davon mitbekommen hat. Steht aber gefährlich. Sehr gefährlich, würde ich sogar sagen. Oh, hier wird Schach gespielt. Das Spiel der Könige. Okay, ist alleine in dem Raum, wenn ich das richtig ausmache. Ich weiß ja nicht einmal, wonach ich suche. Ihr werdet das Ding nicht finden. Hier wäre der andere Eingang. Shit, Schlösserknacken 2. Kann ich das vielleicht gerade skillen? Vielleicht habe ich ja sogar genug Punkte gerade über. Leider nur einen und das wird mehr brauchen. Ja, wurde auch in die Kommentare geschrieben, das brauchst du jetzt bald. Sarazar, Schlösserknacken 2, vielleicht haben wir das ja dann in Kürze. Aber hier können wir es jetzt gerade leider nicht anwenden. So leid es mir tut. Ich hoffe, ich übersehe kein Andenken. Ich meine, ich habe jetzt ja schon wirklich viel angeschaut und immer noch kein Andenken gefunden. Das ist doch ein bisschen traurig. Wir sollen auf jeden Fall das Klavier da unten untersuchen. So viel ist mal sicher. Ach Mann, wahrscheinlich sind die da alle hinter. Wie traurig. Ja, wahrscheinlich in dem verschlossenen Raum. Den kann ich jetzt nicht öffnen. Oh, das finde ich ja schade, wenn man ein Skill dafür braucht. Weil als alter Assassin's Creed-Hase will ich natürlich jetzt wissen, was verbirgt sich dahinter. So, auf jeden Fall kamen wir hier irgendwie runter, theoretisch auch. Und da wäre noch ein weiterer Eingang. Mal gucken, wo wir hier die... Da sind noch die zwei Ladies oder was auch immer das sind. Vielleicht sind sie auch Androgyne. Androgyne. Hey. Alles abgeschlossen, verdammte Axt. Das ist natürlich bitter. Bitterlich, bitter, bitter, bitterlich. So, da ist zufälligerweise keiner. Ich schleiche mich hier gerade durch die ganze Hütte. Hier wäre wahrscheinlich noch ein Eingang, oder? Ja, habe ich mir fast gedacht. Hier sind leider auch keine Andenken. Die sind wahrscheinlich echt immer hinter diesen verschlossenen Türen, wenn ich das richtig sehe. Und die kann ich nicht öffnen. Egal, da müssen wir die Option... Moment mal. Das ist auch ein Andenken. Es muss doch die Jackdaw sein. Sieht interessant aus. Ach so, die werden auch... Aber die sieht man nicht leuchtend irgendwie auf dem... Ja, dann sind da bestimmt auch nicht alle hinter verschlossenen Türen, aber wahrscheinlich die meisten. Da sieht man jetzt auch nochmal ein Andenken. Da vorne die Dolche, die Messer. Die Pistolen sind das.
Diese Thorn ist eine wahre Sammlerin. Schade, dass sich die Nachfahren von Edward dem Bösen zugewandt haben. Haytham, seinen Sohn, kennen wir ja bereits. Dass die das alles behalten haben. Aus Assassin's Creed 3 wohlgemerkt, der Teil, der ja vor Assassin's Creed Black Flag rauskam. Das heißt, die Serie erlaubt auch Sprünge in der Zeit. Okay, jetzt nochmal eine Jackdaw oder irgendwas. Wenn Vater das nur sehen könnte. Cool, 4 von 7. Na, immerhin habe ich die noch gefunden. Das hätte ja was werden können. Aber auch nicht alle. Das hat mir nicht jetzt auch abgeschlossen. Hier kommen wir rein. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Das Klavierrätsel ohne falsche Note abschließen. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Ja, und da oben ist es auch schon, was nur wir sehen. Das Klavierrätsel D-A-D-E-F-D sind natürlich Noten, natürlich auch mit Notenschlüssel dran. Ich habe ja mal längere Zeit Klavier gespielt, ist aber gut 20 Jährchen her. Also da war ich noch ein Kind, sehr klein. Aber es hat immer Spaß gemacht. Ich hatte nur den falschen Lehrer irgendwie. Der hat mir immer so blöde Lieder beigebracht. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, bin auf Gitarre umgestiegen, was mir dann selber beigebracht hat, weil da konnte ich irgendwie die Lieder spielen, die ich selber mochte. Also D-A-D-E-F-D. Dadivd. Alles klar, das sollen wir jetzt wahrscheinlich hier ins Klavier irgendwie reinpümpeln. Hey DJ, bring den Tune zurück. A? Ah ne, D natürlich. Zum Glück habe ich mich da nur mental vertan. Ein wunderschönes Klavier. Können Sie spielen? Nein, ich wünschte, ich könnte. Ich liebe den Klang. Und Sie? Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Der gute Eddie, der auch Blackbeard kannte und die ganz anderen Piraten. Dann wollen wir da jetzt mal herabsteigen in diese schöne Grube. Ich bin gespannt, welcher Schatz sich da befindet. Vielleicht etwas, was der gute Edward Kenway mitgenommen hat. Der Schatz von Edward Kenway. Entschuldigung. Aber es ist unglaublich. Hier sehen wir die Flaggen überall. Interessant. Schauen wir doch mal, was in der Kiste da vorne ist. Die leuchtet so schön auf. Ich glaube, das ist eine Jackdaw. 301 Pfund. Hier vorne können wir jetzt auch noch das Ding untersuchen. Und das ist der Schlüssel zu diesem Schätzchen. Aha! Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe. Ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Na, auffälliges Steuerruder, würde ich mal behaupten. Holt Henrietta und versucht, einen zweiten Ausgang zu finden. Das Ruder der Jackdaw, das hat er mitgenommen, unser guter Edward. Also, ran damit! Mal umdrehen, bitte! Sesam, öffne dich. Dann spazieren wir mal raus. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Und hier geht's raus? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei.
Da habe ich den Dialog jetzt ein wenig unterbrochen, weil ich da rausklettern wollte, aber das macht hier gar nichts, denn wir haben Spiel nach Gehör abgeschlossen. Mit Erfolg, versteht sich. Und das war ja mal eine richtig coole Mission, muss ich sagen, dass wir da auf den Spuren von Edward Kenway unterwegs waren. Fand ich cool, fand ich richtig nice und bewerte ich mit 5 Sternen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.